Heiligkreuzkirche aus dem 16. Jahrhundert wurde im Laufe der Zeit von Grund auf umgebaut. Die achteckige mit Schiefer gedeckte Kirchturmspitze ist typisch für die Region P-Doge. Unter der gesamten Kirchenausstattung zählt der Altaraufsatz zu den charakteristischsten Elementen der Kirchenreformation. Über dem Altar stellt ein Bild aus der französischen Schule des 17. Jahrhunderts die Abnahme Jesus vom Kreuz dar. Zwei korinthische Säulen rahmen das Bild ein. Der heutige Altar aus Holz ist ein ehemaliger Billardtisch, der nach dem Krieg von einem Gemeindeglied gespendet wurde. Die Kanzel des 18. Jahrhunderts stammt aus der Abtei von Troarn und ist als historisch anerkannt. . 2003, vom Putz befreit, wurden auf der Außenmauer zahlreiche eingravierte Bilder entdeckt, hauptsächlich Boote und Sonnenuhren, die aber bis heute zeitlich nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Die Sakristei wurde im 19. Jahrhundert neben dem Chor angebaut. Auf dem Grab aus dem Jahr 1881 des ehemaligen Pfarrers von Golleville an Auge befinden sich zwei Symbole des heiligen Jakobs von Compostela, die Muschel und die Basilika. Auf dem Kriegerdenkmal erkennt man noch den alten Namen Gonneville-sur-Merville. Im Jahre 2011 wurde noch ein 12. Name der Liste der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Gonneville hinzugefügt. Adrien Lefebvre, gefallen 1915. Sein Grab wurde erst nach 96 Jahren identifiziert.